Ich würde persönlich auf Ming Hatsu wetten, einfach nur, weil ich kenne den. Und der war wirklich gut. Also ich glaube, der kommt auch weit im Turnier. Aber wir schauen erstmal, ne? Ich will jetzt nicht zu viel hypen, bevor der am Ende komplett kassiert, ne? F-Do vor der. Nair oder Shield? Also Ming Hatsu spielt Kirby wirklich einfach clean. So. Oh, nice, der Stack als Stack Chase. Up B, um den Jump zu punishen. Das wäre krass, die Option. Aber ich finde auch. Oh mein Gott. Habe ich es gesehen? Die Forward Air. Er ist so ein bisschen zurückgedriftet. Und dann den Shield Grab mit F-Smash zu punishen. Also Ming Hatsu ist wirklich clean. Ich sag's euch. Aber was ich sagen wollte, war, dass wenn man Kirby nicht kennt, dann kann er wirklich nervig sein. Also, es ist einer der nervigsten Characters, wenn man das Matchup falsch spielt. Einfach nur, weil der ist klein. Der hat gute Kombos. Hat auch gute Moves eigentlich, ne? Und der Counterplay gegen ihn ist einfach die ganze Zeit wegzubleiben. Bisschen wie Luigi, aber halt ein bisschen einfacher, ne? Und die Kombos sind nicht ganz so schlimm. Okay, Nair aus dem Disadvantage heraus. Oh, okay, schöner Grab. Und. Okay. Ja, Shiny kommt nicht so wirklich rein gegen Kirby, wie man es auch ein bisschen sehen kann. Aber die Side B war auf jeden Fall eine gute Option. Aus dem Edge Garden heraus oder aus dem Recovern. Aber das kann man natürlich nicht immer machen. Und der benutzt den Mix-Up schon direkt am Anfang. Nice, schöner Punish. Oh, readet sogar den Jump, aber kommt nicht ganz hoch. Aber Junge, Shiny geht richtig ab auf einmal. Geht wieder für die Down Air. Ich glaube, da wäre die Nair vielleicht eine bessere Option gewesen. Schöner Grab. Und auf einmal ist es komplett even zwischen den beiden. Krank. Also Shiny ist auch mega gut. Ah, das war kein guter Punish hier mit der Upsmash. Okay, Ming Hatsu. Ui, yo. Das war richtig, richtig gut. Ist einfach hinterher gerannt. Direkt unter Shiny. Und hat am Ende den Upsmash Enter Air rausgepackt. Das war richtig schönes Advantage-Game von Ming Hatsu. Da merkt man auch, dass er auf Reaktion spielt. Ne? Viele Online-Spieler, die haben vielleicht so ein bisschen die Tendenz, immer zu früh für einen Move zu gehen, weil die so ein bisschen immer einen Read machen, statt dass sie einfach auf Reaktion spielen. Aber das Interessante ist, auf höherem Level macht man viel mehr aus Reaktion und viel weniger aus dem Read heraus. Weil Readen ist viel zu schwer. Du kannst nicht immer predikten, was der Gegner macht. Das geht halt einfach nicht. Und deswegen, die guten Spieler, die sind gut darin, zu wissen, wann man eben readen soll und wann man eben predikt oder reagieren soll. Um halt am konsistentesten zu gewinnen. Wem muss ich bezahlen, damit das Match von den Gegnern von diesem Set gegen mich auch gestreamt wird? Ja, das wäre cool, Schwebi, aber leider zeigen wir nicht so oft zwei gleiche Spieler hintereinander. Also es wäre ein bisschen blöd den anderen gegenüber, ne? Aber ey, wenn du weit genug kommst, Schwebi, dann würden wir dich on Stream zeigen. Warte, was? Ich glaube, das war komplett das Curse. Nein, Ming Hatsu, was passiert? Einfach die Abi ganz schlimm verfehlt, oder? Das ist traurig. Jungs, ich glaube, ich habe ihn zu krass geheilt. Er wurde nervös, glaube ich. Weil ich so, den so groß geredet habe und so. Ey, Ming Hatsu war nicht so gemein. Eigentlich fand den auch gestern nicht so gut, ne? Wenn ich ehrlich bin, dieser Ming. Der war jetzt halt so ein normaler Kirby, aber was soll man sagen, ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Macht halt Standard-Kombos. Bin nicht so begeistert gewesen. Also ich glaube, der ist so im Durchschnitt. Wäre ich jetzt besser, ne? Wenn man nicht so groß redet, vielleicht ist er dann viel später dann besser. Ach, manchmal grabt er die Ledge nicht. Ach so, oh nein, einfach so. Ja, okay, das ist hart. Hart, hart, hart. Trauriges erstes Match für Ming. Dabei hat er eigentlich ziemlich gut gespielt. Also es lief ja auch eigentlich voll gut, ne? Bis zum Ende hin. Oh, ups, warte mal, ich hab's falsch eingegeben, gell? Keiner hat mich korrigiert. Eigentlich ist das 1-0 für Shiny. Was geht ab, Dr. Schwitzer? Ich dreh mal kurz Wasser. Bei dem Wetter ist es sehr, sehr wichtig, hydrated zu bleiben. Ey, hab ich's richtig gesehen? Ich sehe Chrom. Er hat gecounterpickt, obwohl er gewonnen hat. Also Chrom hat, glaube ich, ganz, ganz kleine Probleme.
gegen Kirby, nachdem wie gut man Crom halt spielt. Wobei Roy mehr Probleme gegen Kirby hat als Crom, würde ich sagen. Weil es ist gar nicht so leicht, gegen Kirby so zu spacen. Oh, er ist für den Gimmick gegangen. Kann ihn edgeguarden? Nein, Ming. Nein, noch ein SD. Alter, wie traurig. Ming verliert gerade gegen sich selber eigentlich. Hart, hart, hart. Ich bin viel zu krass gehypt, Jungs. Das ist meine Schuld. Traurig. Aber ey, ist nichts vorbei. Er kann Crom sehr gut edgeguarden. Oh, na. Oh, ich dachte schon. Ey, wenn ich Shiny wäre, ich wäre auf den Suicide Kill gegangen. Jab Back Air von Shiny. Oh nein, Jungs. Gibt es eine Bracket-Übersicht irgendwo? Ja. Der normale Command, um einen Turnierbaum zu sehen, ist immer Ausrufezeichen Bracket. Und von da aus musst du einfach auf Events klicken und dann kannst du halt das Bracket sehen. Ey, aber vielleicht. Down Air. Okay, geht für die Forward Air. Oh, Doppel Forward Air. Oh, nice. Das war's. So schnell geht's, Jungs. Doppel Forward Air zum Jump Read Forward Air. Und dann bam. Luffy, schreib mal im Discord einfach eine Mod. Ich glaube, da könntest du dir machen. Ich bin ja gerade hier am Kommentieren. Es ist schwer für mich noch so normale Turnierarbeit zu machen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich sage den Leuten, oh nein. Hart, hart, hart. Der S-Smash von Shiny. Und damit geht es 2-0 zu Ende. Voll das traurige Set, ey. Aber auch krank gespielt von Shiny. Also sein Crom war auch mega clean. Anscheinend ist es ein Spieler, der viele Characters spielt. Und scheint einfach so fundamental ein krasser Spieler.